haben. Ah, da. Die Römer wussten, wie man richtig lebt. Was ist denn jetzt hier los? Oh. Vulkanausbruch! Oh. Wow, ist das heiß! Ah. Der Boden ist Lava! Ah. Xi? Guten Morgen, Julian. Hast du gut geschlafen? Hör mir bloß auf. Ich hatte gerade einen krassen Albtraum. Sag mal, gibt's eigentlich Vulkane auch in Deutschland? Ja, Julian. Hier ganz in der Nähe gibt es einen schlafenden Vulkan. Ein schlafender Vulkan, hoffentlich. Ey, aber schlafen kann ich jetzt sowieso nicht mehr. Weißt du was? Den schauen wir uns jetzt mal an, diesen schlafenden Vulkan. Auf geht's. Auf unserer heutigen Checkspedition erforschen wir Vulkane in Deutschland. Unser Planet steckt in Schwierigkeiten und er braucht dringend Hilfe. Klimawandel, Müllberge, Hochwasser, Waldbrände, Luftverschmutzung. Und viele denken, das kann ich doch nie im Leben ändern. Aber einer sieht das anders. Checker Julian. Er zieht los auf Checkspedition. Und ich, Julians mega clevere Uhr Xi, bin auf der Abenteuerreise quer durch Deutschland immer mit dabei. Zusammen erforschen wir, wie sich unsere Erde verändert. Und wir entdecken, was jeder und jede Einzelne dagegen tun kann. Checkspedition Spezialausrüstung bereit? Dann los auf Checkspedition! Heute entdecken wir die Vulkaneifel. Die liegt in der Nähe des Rheins, also im Westen Deutschlands. Schauen wir mal, was hier so alles explodiert. Julian, tritt mal in die Pedale, sonst kommst du noch zu spät. Ja, stimmt. Wir treffen ja gleich eine Vulkanexpertin. Xi, zeig mir schon mal das Profil von Ulla Lohmann. Ulla Lohmann ist Vulkanforscherin. Sie liebt Expeditionen und reist zu den gefährlichsten Vulkanen der Welt. Okay, und wie finde ich sie jetzt? Na, ich zeig dir mal wieder, wo es lang geht. Ohne mich würdest du ja nicht mal deine Nasenspitze finden. Okay, dann los geht's. Hi Ulla. Hallo. Ey, ich bin schon mega gespannt. Ich habe noch nie eine Vulkanforscherin getroffen. Tja, da bin ich. Wie bist du dazu gekommen? Ich stelle es mir so ein bisschen gefährlich vor irgendwie. Nee, also ich habe als Kind einen schlafenden Vulkan gesehen, so ähnlich wie hier. Und dann wollte ich unbedingt mal so richtige Lava sehen. Und dann war ich tatsächlich der erste Mensch, der sich 600 Meter tief in einen aktiven Vulkan abgeseilt hat. Schau mal, Julian, die hat Mut. Ulla ist als erste Frau in einen der größten aktiven Krater hinabgestiegen, den Benbow in der Südsee. Und das Ganze nicht nur einmal. Wow. Ich will heute auch einen Vulkan sehen und ich kann es immer noch nicht ganz glauben, dass es hier in Deutschland Vulkane geben soll. Aber du zeigst ihn mir heute, oder? Ganz genau. Top. Auf geht's. Wer in Vulkane steigt, kann anscheinend auch ganz gut Radfahren. Puh, ist die schnell. Aber die schnappe ich mir jetzt. Hey, alles okay? Komm her. Ja, alles gut. Geht's wirklich? Alles klar. Nichts passiert. Los geht's. Boah, sieht ja irre aus. Ist schön, ne? Krass. Das ist so ein bisschen wie auf einem anderen Planeten hier. Ja, total, oder? Das ist ein Vulkan, wo wir jetzt drauf laufen, der vor 30.000 Jahren ausgebrochen ist. Echt? Wir laufen jetzt schon drauf? Genau. Und das Ganze, was du hier siehst, das kommt alles aus dem Vulkan. Aber wo ist denn der Vulkan? Muss man da? Na, hier, da überall. Oben? Ja, klar. Ja? Okay, ich glaube, das ist ein Fall für meine Checker-Drohne. So, pass mal auf. Zeig mir den Vulkan von oben. Wow! Wir stehen also auf einem schlafenden Vulkan. Aber woran erkennt man das eigentlich? Das sieht ja cool aus, aber da ist ja Wasser drin. Ja, das ist der Mosenberg, genauer gesagt der Windsborn-Kratersee. Und wie der Name schon sagt, ist das der Krater von einem schlafenden Vulkan, der mit Regenwasser gefüllt ist. Ja, dann kann man da drin baden. Aber was ist denn ein Vulkan eigentlich? Also das ist ein Ort, an dem die Erde rülpst. Was? Das musst du mir genauer erklären. Ich hole mal meine Drohne wieder. Drohne! Sag mal, der Vulkan kann jetzt aber nicht ausbrechen, oder? Im Moment nicht, keine Angst. Okay, aber wieso brechen Vulkane überhaupt aus? Ich zeig's dir. Ja? Komm mit. Gut. Oh, schau mal. Hier, das ist die Erde.
Und ein Vulkan ist sozusagen ein Fenster ins Innern der Erde. Da sind also richtige Höhlen im Erdinneren und die sind so nah am Erdkern, dass es sehr heiß wird. Die Hitze macht das Gestein flüssig. Das wird dann zu so einem zähen Brei, der sich mit Gasen vermischt. Und man nennt das Magma. Und wieso bricht der jetzt aus? Der Vulkan muss rülpsen. Nämlich die Gase müssen irgendwie nach oben. Das Gas, das sich in der Erde gesammelt hat und nach oben drückt, reißt dabei das heiße Magma mit sich. Das passiert so plötzlich, dass es eine richtige Explosion gibt. Wir sehen davon nur die Lava in der Luft, denn das Gas sieht man nicht. Es stinkt aber ziemlich. Das ist ja ein Riesenausbruch. Da will man wirklich nicht dastehen. Aber wie heiß ist denn das Zeug, was dann da rauskommt? Das ist über 1000 Grad heiß. Und in dem Moment, wo es an die Erdoberfläche kommt, nennt man das Lava. Nämlich aus dem Magma entweichen die Gase und dann wird es zu Lava. Zum Glück erkaltet die Lava relativ schnell. Okay, also Magma ist im Erdinneren. Wenn die rauskommt und an die Luft kommt, dann wird es zu Lava. Und die Gase entweichen, genau. Okay. Wie das wohl so ist, so einen richtigen Vulkanausbruch zu sehen? Julian! Entschuldigung, ich war gerade woanders. Ixi, zeig mir doch mal Bilder von Vulkanausbrüchen. Hier Julian, Vulkanausbrüche gab es schon immer und an vielen Orten auf der Welt. Weltweit gibt es aktuell mehr als 1500 aktive Vulkane, die meisten rund um den Pazifischen Ozean. Im Durchschnitt brechen pro Jahr etwa 50 Vulkane aus. Diese Ausbrüche nennt man auch Eruptionen. In Deutschland gibt es aktuell nur schlafende Vulkane. Diese sind noch aktiv, das heißt, sie können auch wieder ausbrechen. Allerdings befinden sie sich schon länger in einer Ruhephase. Der Klimawandel fördert auch die Vulkanaktivität auf der Erde, da das Schmelzen der Gletscher und der steigende Meeresspiegel das Gewicht und somit die Spannungen im Erdinneren verändert. Der letzte Vulkanausbruch in Deutschland war vor über 12.000 Jahren. Boah, das ist ja echt mega beeindruckend. Wie ist denn das eigentlich so, in so einem Vulkan drin zu stehen? Das ist tatsächlich so, als würde man ins offene Herz der Erde gucken. Das ist lebendig, das brodelt, das blubbert und außenrum bebt alles. Krass, aber ist es nicht mega gefährlich? Nee, es geht. Aber so ein Vulkan ist richtig gefährlich für die Leute, die in unmittelbarer Umgebung wohnen. Nämlich wenn der explodiert, schleudert der große Steine, das nennt man Bomben, nach unten oder die Hänge stürzen ab oder ganze Lavaströme zerstören teilweise ganze Städte. Boah, das klingt echt nicht gut. Ja, aber was man vergisst, ist tatsächlich, dass es auch bei uns Auswirkungen haben kann. Wenn ein Vulkan explodiert, schleudert er teilweise kilometerhohe Rauchsäulen in die Luft. Da sind ganz kleine Partikelchen drin, sogenannte Aerosole. Mhm. So kleine Teilchen, die dann in der Luft rumschwirren. Aber was ist daran so gefährlich? Da können zum Beispiel auch keine Flugzeuge mehr fliegen. Okay, das will ich jetzt aber genauer wissen. Das mit den Flugzeugen ist nicht das schlimmste Problem. Viel schwerwiegender ist, dass die Erde abkühlt. Hä, aber Vulkane sind doch heiß. Da wird es doch eher wärmer, oder? Eigentlich schon, aber pass auf, ich zeig dir das mal. Ich nehme hier ganz feine Erde, die Asche quasi, und die werfe ich jetzt gegen den Himmel. Weil die Sonnenstrahlen und deren Wärme nicht mehr so gut zur Erde kommen, wird es kälter. Also es staubt ja schon ganz schön, aber bei einem Vulkanausbruch, da wird es ja auch richtig dunkel dann, oder? Genau, das ist noch viel, viel, viel krasser. Zum Beispiel, als der Pinatubo auf den Philippinen 1991 ausgebrochen ist, da war das so, dass diese kleinen Teilchen noch monatelang in der Luft waren und die Erde wurde 0,5 Grad kälter. Krass, das ist ja so ein bisschen wie beim Klimawandel, bloß andersrum, da wird es kälter. Genau, aber der Klimawandel ist natürlich. Nämlich im Gegensatz zu dem vom Mensch gemachten Klimawandel geht der natürliche Klimawandel durch den Vulkan nach ein paar Monaten oder nach ein paar Jahren wieder weg. Okay, verstehe. Die Partikel lösen sich wieder auf und dann klärt der Himmel wieder auf, alles wieder normal. Genau. Ich finde das irgendwie wahnsinnig faszinierend. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, dass unter unserer Erde auch sowas lebendig ist. Also so Vulkane, die so richtig rülpsen und so. Es ist aber nicht nur so, dass sie an den Vulkanen rülpst, es gibt auch noch Geysire. Geysire? Die muss ich mir anschauen. Da gibt es meinen Freund Ralf, den solltest du mal treffen, der ist Experte für Geysire. Okay, dann gehen wir jetzt wieder runter zu den Fahrrädern und ich habe Vorsprung. Erster! Das ist ja fies. Du hattest Vorsprung. Also ehrlich gesagt habe ich auch einen Frühstart gemacht. Ey, aber Ulla, das war echt richtig cool. Vielen Dank, dass du mir das alles gezeigt hast mit dem Rülpsen und alles. Ja, gerne. Viel Spaß mit dem Geysir. Bin gespannt. Bis bald. Gut. Ciao. Leute, das Innere der Erde lebt und es hat Einfluss auf unser Klima. Ich bin schon mega gespannt auf den Geysir. Oh, ich glaube, da müssen wir rüber. Ey, aber Ixi, ich habe da was zum Aufpumpen dabei. Zeig du mir so lange schon mal den Steckbrief von Ralf. Na, dann pump mal schön.
Ralf Schunk ist Geograf und Wissenschaftler. Er ist Leiter des Geysir-Museums Andernach und er liebt Kohlensäure. Da bin ich aber mal gespannt. So, kurz noch umziehen und dann kann's losgehen. Kannst du mit so einem Ding überhaupt umgehen, Julian? Klar, siehst du doch. Okay, vielleicht doch nicht. Es ist schon ein bisschen wackelig. Aber geht doch, oder? Guck, hat doch geklappt. Was ist damit? Oh, hi. Hallo, Julian. Du bist Ralf, oder? Ja. Ulla hat mir erzählt, du kannst mir einen Geysir zeigen. Ja, ich kann dir einen Kaltwassergeysir zeigen, wenn du möchtest. Perfekt. Kannst du mir nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass ich hier trocken rübergekommen bin. Ja, trocken ist ein gutes Stichwort. Das wird nicht lang so bleiben. Komm mal mit. Okay. Okay, aber wo ist denn jetzt hier der Geysir? Hier. Dort kommt dann so ein paar Minuten die Wasserfontäne raus, so 40 bis 60 Meter hoch. Du wirst sie nicht übersehen können. So hoch ist die. Das heißt, ja. Ein Geysir ist einfach eine super hohe Wasserfontäne, oder wie? Ja, du brauchst noch was anderes. Ich habe dir was mitgebracht, und zwar das Gleiche, was hier drin ist. Eine Wasserflasche, eine Sprudelflasche? Richtig, eine Sprudelflasche. Da ist Kohlenstoffdioxid drin und das treibt auch den Geysir an. Und wenn ich das jetzt kräftig schüttle... Dann fliegt alles raus. Dann fliegt hier alles raus. Wir können mal ausprobieren, ob es funktioniert. Ist das jetzt ein kleiner Mini-Geysir? Oh. Das wäre in dem Fall ein kleiner Mini-Geysir, okay. Ganz genau. Nur den Geysir müssen wir nicht schütteln. Das Gas sammelt sich dort unten und etwa alle 2 Stunden ist dann so viel Gas im Wasser angereichert, dass es das ganze Wasser mit nach oben katapultiert. Und dann bricht der Geysir aus. Krass. Das ist ja ein bisschen wie bei einem Vulkan. Da kommen ja auch Gase und treiben die Magma so nach oben. Dann sind die so ein bisschen verwandt. Ja, dieses CO2 kommt aus einer Magmakammer, die irgendwo in der Erdkruste vorhanden ist. Ah, okay. Aber jetzt will ich diese Fontäne mal sehen. Wann kommt die denn jetzt? Eigentlich relativ bald. Du kannst ja mal hingehen und darauf warten, was passiert. Aber das ist doch so eine Art Vulkan, also ein Geysir. Ist es nicht gefährlich? Nein, kein Problem. Du wirst nur nass. Okay, ich probier's. Sicher, dass es nicht gefährlich ist? Was wohl passiert, wenn er jetzt ausbricht? Vorsichtig, vorsichtig. Puh, nur ein Traum. Aber näher gehe ich lieber nicht mehr. Ey, was hat der vorhin gesagt? 60 Meter? Das ist ja wie so ein Hochhaus. Das kommt dann alles wieder auf mich runter. Ich habe schon ein bisschen Schiss jetzt. Oh. Jetzt geht's los. Es brodelt. Es schäumt. Und es stinkt. Alter. Es wird immer höher. Wow. Ey, das ist unglaublich. Das ist so hoch. Wow. Ah. Jetzt ja nicht mehr. Hilfe. Die Erde atmet. Oder sie pupst. Es ist unglaublich, die Gase aus der Erde gemischtes Wasser sowas erzeugen können. Mega krass. Ey Leute, was für ein Abenteuer. Seit heute weiß ich, es gibt auch Vulkane in Deutschland, zum Glück aber keine wirklich gefährlichen oder aktiven. Denn solche Vulkane können die Landschaft wirklich massiv verändern und einen Haufen Staub und Asche aufwirbeln. Und das kann sich sogar aufs Klima auswirken. Und es schlummern nicht nur Vulkane unter der Erde, auch Geysire zeigen uns, dass die Erde im Inneren aktiver ist, als wir das vielleicht denken. Falls ihr auch mal Bock habt auf ein kleines Abenteuer, schnappt euch einfach eure Eltern und eure Fahrräder und schaut mal, was ihr so entdecken könnt. Die Eifel zum Beispiel ist eine echt schöne Gegend mit richtig vielen Vulkanen. Ich brauche jetzt aber erstmal damit zu schlafen und ihr macht's mir gut. Bis zum nächsten Mal. Ah, Ixi, ich hab so Durst. Wo habe ich mein Wasser? Julian, ich weiß zwar nicht, wo du deinen Kopf hast, aber dein Wasser ist in deinem Rucksack. Ah, da ist es. Danke. Oh, schon wieder alles nass.